Hallo und herzlich willkommen im Wald. Falls ihr das eine oder andere Mäh im Hintergrund vernehmt, es wird gerade eine Schafherde auf die Wiese vor meinem Wald, verlegt. Und ja, dementsprechend sind die jetzt gerade ein bisschen aufgeregt und machen mehr Mäh, als sie normalerweise tun. Das braucht uns ja nicht zu stören. Und heute geht es jetzt um Waldbesitz. Also sprich, wir kaufen uns einen Wald und dann gucken wir uns mal an, was wir jetzt für Rechte und Pflichten haben, dadurch, dass wir jetzt nun einen Wald besitzen. Und mal gleich vorneweg, für diejenigen, die deshalb einen Wald kaufen wollen, weil sie dann endlich Förster und Jäger unabhängig irgendwo im Wald hocken können, ohne dass sie jemand stört. Tatsache ist, ja, ihr könnt Jägern den Aufenthalt in eurem Wald verbieten. Dann haben die da nichts mehr, was heißt verbieten, insofern, die dürfen da nicht jagen. Das könnt ihr ihnen untersagen, dass sie durch euren Wald rennen dürfen, das könnt ihr ihnen nicht untersagen, weil das gilt ja dann quasi, würde sonst ja auch mit uns Bushcraftern funktionieren, dass irgendjemand sagt, du darfst nicht durch meinen Wald laufen und macht einen Zaun drum. Das geht eben nicht, jeder darf in eurem Wald rumlaufen, denn das Recht zum Betreten des Waldes gilt natürlich auch für den Wald, den ihr euch dann kauft, eben für die anderen Leute. Dieses Recht nehmen wir als Bushcrafter sowieso viel in Anspruch, also hat auch bestimmt jeder bushcraftende Waldbesitzer nichts dagegen, wenn andere Bushcrafter dann quasi bei ihm im Wald auch rumrennen dürfen. Davon abgesehen, wenn er was dagegen hätte, könnte er eh nichts dagegen tun. So, nächste Sache ist die, man kann auch sehr wohl durch den Waldbesitz den Förster aus dem eigenen Wald raushalten. Der kommt nämlich nur dann, wenn er entweder von der Ferne sieht, dass da wahnsinnig Schindluder getrieben wird. Dazu kommen wir dann später noch, dass ihr quasi gegen die Pflichten verstößt, die ihr habt, weil ihr Waldbesitzer seid, dann kommt unter Umständen der Förster vorbei. Ansonsten lässt er sich bei euch normalerweise nicht blicken, wenn das alles einigermaßen läuft. Geht ihn ja nichts an, ist ja euer Wald, Privatwald. Was allerdings jetzt nicht der Fall ist, was viele Leute vielleicht denken, wenn ihr euch einen Wald gekauft habt, heißt das noch nicht, dass ihr da drin zelten dürft oder Feuer machen. Zelten werdet ihr in den Bundesländern, in denen es genehmigungspflichtig ist, beziehungsweise genehmigt werden kann, wahrscheinlich dann dürfen, wenn es euer eigener Wald ist. Wahrscheinlich, muss auch nicht unbedingt, aber müsste dann eigentlich machbar sein, dass man da die Genehmigung bekommt. Feuer machen dürft ihr dann regulär immer noch nicht. Auch da wieder der übliche Genehmigungsweg, das habe ich ja mal in meinem Feuerrecht-Video dann entsprechend geklärt, wenn man das eben legal machen möchte. Die Chancen, dass man es genehmigt bekommt, steigen natürlich im eigenen Wald erheblich an. Gut, so viel dazu, dass da also jetzt wirklich keine Verwechslungen aufkommen. Es ist generell verboten, im Wald ein Feuer zu machen und zu zelten. Völlig Wurst, ob einem der selber gehört. Nur weil einem der Wald gehört, hat man da jetzt nicht sämtliche Rechte, die jetzt die Forstbehörde hat. Also Privatwald ist immer so ein bisschen, das ist ja irgendwo auch ärgerlich, ne? Also selbst wenn ich mir jetzt als Fachmann Wald kaufen würde, wäre ich trotzdem in meinem eigenen Wald immer noch nicht die Forstbehörde und die Kollegen, die halt eben beim Staat angestellt sind, als meistens dann Beamte, dürfen mir immer noch reinreden, was ich mit meinem Wald tun lassen darf. Also das ist ein bisschen ärgerlich. Keine Ahnung, man könnte da ja vielleicht mal ein Zusatzgesetz irgendwie erlassen, dass man einen, keine Ahnung, Waldkenntnisscheinkurs oder was auch immer machen kann, dass es dann einfach quasi so eine Prüfung gibt, bei der, die man ablegen muss, um nachzuweisen, dass man sich mit dem Wald auskennt. Und wenn man dann Waldbesitzer ist, dann darf man in seinem Wald fast alles tun und lassen, was einem beliebt. Das fände ich eine gute Lösung, aber ja, sowas gibt es halt nicht. Irgendjemand von euch bitte in die Politik gehen und sowas durchsetzen. Danke. Ja, das war das Vorgeplänkel und jetzt kaufen wir uns einen Wald. Es ist so ein Wald kostet so ganz, ganz grob, wirklich nur ganz grobe Hausnummer, 4 Euro pro Quadratmeter. Variiert, kann teurer sein, kann auch 6 oder vielleicht krassenfalls 8 Euro pro Quadratmeter sein, wobei ich mir das dann nochmal schwer überlegen würde, ob ich so einen Wald dann kaufe und inwiefern das rechtlich überhaupt zulässig ist, dass der so viel kosten darf. Es gibt da so bestimmte Rahmengrenzen, was ein Wald kosten darf und was nicht und so weiter. Wenn er weniger als 2 Euro pro Quadratmeter kostet, dann würde ich mir auch Sorgen machen, weil dann kauft ihr euch quasi bloß ein Stück Land zum Draufsitzen. Weil wachsen tut da dann garantiert nichts. Also so billig kann der sonst nicht sein. Also irgendwo so da dazwischen 4 Euro pro Quadratmeter, das ist so ein einigermaßen Durchschnittswert. Also wenn ihr das zahlt, seid ihr auf jeden Fall auf der
vernünftigen Seite, sagen wir es mal so. Das ist jetzt vielleicht nicht das Wahnsinns-Ultra-Schnäppchen, aber das ist auch ein guter Preis. In der Regel kommt natürlich auch wieder, wie gesagt, auf den Wald speziell selber an. Wenn da 300-jährige Eichen in bester Qualität draufstehen, dann wäre 4 Euro pro Quadratmeter wirklich sehr günstig. Da muss man einmal Holz ernten, dann hat man den Preis wieder drin. Wenn da hingegen quasi so gut wie nix steht oder bloß ein paar krüppelige Buchen, die nur als Brennholz taugen, dann ist mit 4 Euro, hängt halt eben davon ab, was man als nächstes anpflanzen könnte, nachdem man die krüppeligen Buchen, die nur als Brennholz taugen, eben los ist. Das ist immer so eine Sache. Insgesamt ist Wald vergleichsweise billig. Langfristig gesehen kann man da also erheblich mehr Geld rausholen, als man reinstecken muss. Das Dumme ist nur, langfristig gesehen, also wer damit Geld verdienen möchte, dem sei gleich darauf hingewiesen, derjenige, der Wald kauft, zahlt drauf. Und zwar immer. Erst eure Enkel spätestens. Wenn es gut läuft, eure Söhne, wenn ihr entsprechend junge Söhne habt, haben davon was, dass ihr Wald gekauft habt. Also finanziell gesehen. Das ist halt eben das Problem. Das braucht alles seine Zeit im Wald. Und bis da jetzt Holz dann dasteht, was man ernten kann, wird eine Weile dauern. Beziehungsweise, wenn man einen Wald kauft, der schon so viel Holz enthält, dass man da quasi schon ernten könnte, dann ist natürlich der Preis, den dieses Holz bringen würde, beim Kaufpreis mit inbegriffen und sprich, man verdient dann da auch wieder nicht wirklich was dran, weil es halt eben, weil man es mitgezahlt hat, was an Holz draufsteht. Also wirklich was verdienen kann man also nur an dem Zuwachs, den die Bäume ab dem Kaufzeitpunkt noch machen, weil den darf man nicht quasi im Preis mit einkalkulieren, also der Waldverkäufer. Sondern das ist dann quasi euer Zuwachs. Wenn der Baum also noch 3 cm dicker wird, bevor ihr ihn umsägt, nachdem ihr den Wald gekauft habt, dann gehören diese 3 cm, die der Baum noch dicker geworden ist, jetzt quasi euch und sind euer Gewinn, dadurch, dass ihr eben den Wald gekauft habt. Aber viel ist das dann nicht, ne? Also muss man abwägen, ist eine Investition in die ferne, ferne Zukunft, was für die Kinder, was man natürlich tun könnte, wäre einen Wald kaufen und für die Kinder quasi kaufen, um denen dann zu schenken, dass die quasi was haben, eine Wertanlage und auch einen Ort zum, naja, Aufenthalt, in Anführungszeichen, in irgendeinem Schreckensszenario mit Weltuntergang und was auch immer. Müsst ihr da selber wissen, was ihr dann damit anfangen möchte. Oder einfach eben als Geschenk vielleicht, wenn man Geld übrig hat, 40.000 der Hektar. Ach so, ja, das muss man dann natürlich entsprechend umrechnen. Ein Hektar Wald, Wald wird ja immer ein Hektar angegeben. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, 100 mal 100 Meter. Ergo 4 mal 10.000, 40.000, also der Hektar 40.000 Euro. Ein Hektar klingt jetzt nicht so groß, ist aber schon eine ganz gute Fläche, insbesondere wenn es sich um zerklüftetes Gelände handelt, weil dann kann man dazwischen drin in den Flusslauf, dann wieder hoch, dann wieder hier auf den Buckel kraxeln und dann da wieder irgendwie runter und dann kommt es einem so vor, als wäre man ewig lang unterwegs gewesen. Dabei ist man bloß einmal durch seinen Hektarwald durchgelaufen. Also unterschätzt nicht einen Hektar. Andererseits ist ein Hektar jetzt auch nicht riesengroß. Mit 0,3 Hektar, das gibt's ja auch gerne, das ist so die Durchschnittsgröße des durchschnittlichen Privatwaldes, glaube ich. Viele Leute, gerade in Bayern, haben so 0,3 Hektar Wald, also nichts, dass man da irgendwas nennenswert mit anfangen könnte. Aber man kann sich halt reinsetzen und sagen, ha, das ist jetzt mein Wald. Wäre vielleicht auch für den Bushcrafter interessant, sich 0,3 Hektar Wald zu kaufen, weil man sich dann eben halt auch reinhocken kann und sagen, ha, das ist jetzt mein Wald. Gut, so viel zu den Preisen für Wald. Was man damit jetzt verdienen kann, kommt nachher noch ausführlicher. Ihr merkt schon, das ist ein relativ komplexes Thema und das wird wahrscheinlich auch ein Mehrteiler werden. Das mag ich immer erst dann, nachdem ich das alles gequatscht habe, was ich quatschen wollte. Ja, wir haben uns also jetzt besagten Wald gekauft. Wir haben, sagen wir mal, 40.000 für den Hektar gezahlt. Wir haben da jetzt so einen Buchenwald mit ein paar 30-, 40-jährigen Buchen B- bis C-Qualität. Also ja, dafür haben wir eben, wie gesagt, 40.000 hingeblättert und jetzt haben wir diesen Wald. Was haben wir jetzt da für Rechte und Pflichten, beziehungsweise was ist das Erste, was wir beachten müssen, nachdem das jetzt unser Wald ist? Als Grundstückseigentümer eines Waldes haben wir dort das Jagdrecht.
soll heißen, wir haben das Recht, in diesem Wald jetzt zu jagen. Das Blöde ist bloß, dass dieser Wald, damit wir dieses Jagdrecht auch aktiv ausüben dürfen, also dass es sich um einen Eigenjagdbetrieb handelt, muss unser Wald mindestens 75 Hektar groß sein. Und ich habe das mal ausgerechnet, ein 75 Hektar großer Wald kostet dann 3 Millionen Euro. Wenn ihr also 3 Millionen Euro habt und irgendwo gerade das Angebot, was selten ist, vorhanden ist, dass man irgendwo 75 Hektar zusammenhängender Wald kaufen darf, zusammenhängend, wichtig, ja, nicht hier 0,3 Hektar, da 0,5 Hektar, da 3 Hektar und das dann so zusammenstückeln über die Bundesrepublik verteilt, das hilft euch überhaupt nicht, sondern 75 Hektar zusammenhängender Wald, dann dürft ihr da selber jagen und mit dem dort erlegten Wild tun und lassen, was ihr lustig seid. Das ist dann tatsächlich auch was, womit man Geld verdienen kann. In jedem anderen Fall zahlt man als Jäger normalerweise drauf. Also Jagd ist immer ein Hobby, das Geld kostet. Man kann damit kaum Geld verdienen. Bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen. Und dann muss man aber auch wirklich alles niederbügeln, was sich irgendwie bewegt. Und ja, also das ist aber nur noch mal so als kleine Anekdote. Wie ist jetzt das mit dem Jagdrecht entsprechend geregelt, das wir jetzt haben, das wir aber nicht ausüben können, weil unser Wald zu klein ist? Das ist jetzt so. Jetzt gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist so der Standardweg. Man ruft quasi schnell bei der örtlichen Jagdgenossenschaft an. Und die teilen einem mit, dass das überhaupt kein Problem ist, dass sie schon einen Jagdpächter hier in der Gegend haben, der quasi dieses Stück Wald, diese ganze Gegend hier gepachtet hat. Und die würden euch dann quasi den Betrag überweisen, den euer Wald anteilig an dieser Pacht dann quasi bringt. Sagen wir mal, wir haben ja einen Hektar, haben wir gesagt, und der ist dann so wert, sage und schreibe, irgendwas zwischen, Moment, ich habe es aufgeschrieben, 4 und 25 Euro im Jahr. Im Jahr. Also auf gut Deutsch, da werdet ihr auch nicht unbedingt reich damit, dass ihr euer winzig kleines Stückchen Wald an den nächsten Jäger verpachtet. Wenn ihr Glück habt, reicht es für ein Schnitzel mit Pommes. Einmal pro Jahr das jagdliche Schnitzel mit Pommes essen. Leider nur normale Schwein. Wildschwein wäre schon wieder zu teuer. Da kommt ihr mit den 25 Euro schon wahrscheinlich auch schon nicht mehr hin. Naja, vielleicht gerade noch so. Vielleicht. Aber da müsstet ihr auch wirklich einen Wald haben, der 25 Euro bringt pro Hektar. Das ist dann schon irgend so ein Wild-Eldorado, wo es jedes erdenkliche Wild gibt, das es irgendwie gibt in Deutschland. Das muss man erstmal haben. Wobei es geht tatsächlich sogar noch teurer, wenn es dann irgendwelche super spezialhistorischen Flächen sind. Das war das. Und Möglichkeit eben Nummer 2. Wenn ihr das nicht wollt, dass eben der Jäger auch bei euch übers Gelände springen kann und da jagen darf und euch eben diese 10 Euro meinetwegen pro Jahr gibt, die ihr dadurch verdient, dann könnt ihr euren Wald auch befrieden. Sprich, ihr sagt, dass ihr aus moralischen Gründen, moralisch-ethischen Gründen nicht wollt, dass auf eurem Wald gejagt wird, beziehungsweise auf eurem Grundstück in Anführungszeichen gejagt wird in eurem Wald. Das könnt ihr machen, dann müsst ihr einen Antrag stellen bei der unteren Jagdbehörde, meine ich. Das ist aber nicht so wichtig, das finden die dann schon raus, beziehungsweise könnt ihr dann beim Jagdverband anfragen oder beim Förster oder wo auch immer. Kauft euch erstmal Wald, dann sehen wir weiter. Und wenn dieser Antrag durchgeht und ihr das einigermaßen begründen könnt, weshalb ihr nicht wollt, dass auf eurem Land Tiere getötet werden, das ist meistens irgendwie auch schon das Killer-Argument, ich will nicht, dass Tiere getötet werden und ich bin Vegetarier. Vielleicht könnte das dann irgendwann problematisch werden, wenn ihr nicht Vegetarier seid, sondern das nur behauptet. In den meisten Fällen sind die Leute, die das allerdings nicht wollen, dass auf ihrem Wald Waldstück gejagt wird, tatsächlich Vegetarier. Ich weiß nicht, inwiefern es durchgeht, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen würdet, nee, ich will in meinem Wald Bushcraften und will deshalb nicht, dass der Jäger in meinem Wald jagt. Rumschleichen darf er ja, nur jagen halt eben nicht. Also durchlaufen, während er nicht auf der Jagd ist. Das könnt ihr eben nicht verbieten. Weiß nicht, ob das durchgeht als Argument. Dieses Argument ist einfach noch so wenig vorgekommen bisher, dass es da keinerlei Erfahrungswerte zu gibt. Das könnt ihr ja mal ausprobieren, ob ihr damit durchkommt. Und wenn das nicht klappt, dann könnt ihr noch einen zweiten Antrag stellen mit, ich will nicht, dass da gejagt wird, weil ich es schlecht finde, wenn Tiere getötet werden. Der Antrag geht in jedem Fall nicht durch, wenn ihr selber Jäger seid, selber das Gebiet zum Jagen nützen wollt
oder, nee, das war's, glaube ich. Das sind so die beiden Ausschlusskriterien. Dann könnt ihr quasi nicht behaupten, dass ihr eine Fläche habt, auf der aus moralischen Gründen nicht gejagt werden soll. Gut, ich glaube, nein, das war es noch nicht ganz. Denn wenn ihr jetzt so eine befriedete Fläche habt, dann habt ihr das Problem, in Anführungszeichen, dass niemand zahlt, wenn überhöhte Wildbestände auf eurer Fläche irgendwelche Schäden anrichten. Nehmen wir an, ihr pflanzt 1000 junge Tannen und 900 davon werden vom Reh gefressen. Habt ihr Pech gehabt. Man darf ja nicht jagen auf eurer Fläche, ergo könnt ihr dann auch nicht von den Jägern erwarten, dass sie die Rehe wegknallen, damit sie nicht eure 900 Fichten, Tannen fressen. Zweiter Nachteil, wenn irgendwo in der Nähe eures Waldes, also in dem Jagdrevier, beziehungsweise in dem Bereich der Jagdgenossenschaft, in dem sich euer kleines Miniaturstückchen Wald befindet, irgendwelche Jagdschäden durch Wild entstehen, die fressen den Maisacker kahl zum Beispiel, die Wildsau oder irgendwie sowas, dann müsst ihr anteilig daran, dass ihr zum Teil dran schuld seid, dass es überhöhte Wildbestände gibt, weil auf eurem Stück Land nicht gejagt werden darf, irgendwie einen Teil vom Schaden übernehmen. So, da kriegt ihr dann eine Rechnung. Das verteilt sich auf jede Menge verschiedene kleine Waldeigentümer und es ist nur anteilig an eben eurer winzig kleinen Fläche. Das wird dann nicht wahnsinnig teuer sein, aber es sind halt ein paar Euro. Nur, dass ihr das wisst, das kann passieren. Gut, aber jetzt sind wir dann mit dem jagdlichen Zeug durch, was es da zu beachten gibt. Dann gibt es noch den nächsten großen Punkt, nämlich ihr seid verpflichtet, euren Wald als Waldbesitzer zu bewirtschaften. Beziehungsweise die Funktionen des Waldes, die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion, da seid ihr für zuständig, dass diese drei Funktionen in eurem Wald aufrechterhalten werden, sodass die bis in alle Ewigkeit funktionieren. Ne? Das heißt jetzt Folgendes. Man muss sich in eurem Wald erholen können. Das ist in jedem Wald x-beliebiger Art mehr oder weniger gegeben. Die Erholungsfunktion würdet ihr dann unter Umständen beeinflussen. Und das ist jetzt wieder für den Bushcrafter interessant. Wenn ihr zum Beispiel über euren Wald einen Zaun drumherum macht, damit nur ihr da drin Bushcraften könnt. Das beeinflusst definitiv die Erholungsfunktion. Da wird dann die entsprechende Forstbehörde kommen und euch sagen, dass der Zaun wieder weg muss. Das geht hier nicht. Denn den Wald darf man ja überall betreten. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. So, dann, was ihr auch nicht dürftet, wäre irgendeine Hütte reinstellen. Auch unter anderem wegen eben dieser Beeinträchtigung der Erholungsfunktion. Wenn der Wald zugebaut wird mit Gebäuden, dann sind die Erholungssuchenden im Wald dadurch genervt. Zu Recht, wie ich finde. Und ansonsten, ja, ihr solltet da vielleicht auch nicht unbedingt einen ständig rund um die Uhr krachmachenden Ghetto-Blaster aufstellen oder irgendwie sowas. Lasst euch noch irgendwas einfallen. Mehr Einschränkungen bringt das eigentlich nicht. Dann müsst ihr die Schutzfunktion des Waldes gewährleisten. Das ist nur dann interessant, wenn ihr intensiv euren Wald nutzen wollt. Weil nur durch intensive Waldnutzung kann man die Schutzfunktion herabsetzen. Wenn ihr also einen Wald habt, in dem ihr primär nur rumbushcraften wollt, dann braucht ihr euch über die Schutzfunktion überhaupt keine Gedanken machen. Das Einzige, was ihr dann nicht tun dürft, ist den Wald anzünden, weil dann ist er weg und dann ist die Schutzfunktion auch nicht mehr gegeben. Gut, und jetzt der Knackpunkt ist halt eben die Nutzfunktion. Ihr seid nämlich tatsächlich verpflichtet, euren Wald zu bewirtschaften. Und zwar die pflegliche Bewirtschaftung. Dafür seid ihr zuständig. Wenn ihr nicht Fachmann seid, dann müsst ihr euch halt eben einen Fachmann holen, der euch sagt, wie ihr jetzt diesen Wald pfleglich bewirtschaften müsst, nach entsprechenden forstwissenschaftlichen Erkenntnissen. Dazu gehört laut baden-württembergischem Waldgesetz, weshalb ich hier auch dauernd auf meinen Zettel gucke, hab heute mal einen Zettel, den Boden und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Das dürfte überhaupt kein Problem sein, weil wenn ihr da bushcrafterisch aktiv seid, dann düngt ihr ja euren Wald. Das Thema in den Waldscheißen hatten wir ja schon. Ne? In diesem Video darf ich Scheiße sagen. Das ist nur im Scheiße-Video, wo ich nicht Scheiße sagen darf. Paradox, aber ist so.
Dann sollt ihr einen biologisch gesunden, standortgerechten Waldbestand erhalten oder schaffen. Jawohl. Das wiederum ist jetzt schon kompliziert. Da muss man schon fast der Fachmann sein, wenn man das jetzt so wirklich schaffen möchte, in Anführungszeichen. Für den Privatmann kann man im Wesentlichen sagen, macht wenig, lasst das meiste die Natur selber machen, lasst vielleicht noch einen toten Baum irgendwo rumstehen, einer pro Hektar, das passt dann schon einigermaßen, oder vielleicht auch zwei oder drei tote Bäume irgendwo auf eurem Grundstück rumstehen, und dann habt ihr mehr als genug getan, um eben diesen Punkt zu erfüllen. Ihr habt nämlich nichts getan. Das ist das Schöne am Wald: tut man nichts, dann tut man Naturschutz. Simpel, ne?